Die Goldfavoriten Aljona Sawtschenko und Robin Scholkowy haben bei den Winterspielen in Sotschi nur die olympische Bronzemedaille gewonnen, wie bereits vor 4 Jahren in Vancouver. Die mit großen Erwartungen gestarteten Chemnitzer mussten sich nach 2 Stürzen in der Kürentscheidung mit 215,78 Punkten den russischen Weltmeistern Tatjana Volosuscha und Maxim Trankov geschlagen geben, die auf 236,86 Zähler kamen.